Klappe. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Sequenz des Hausschatzes für moderne Kunst, ne? Von der Gesellschaft der vervielfältigen Kunst aus Wien. Und Sie sehen jetzt hier Künstler, die sich mit verschiedensten Richtungen beschäftigen und dieses thematisieren. Jedes Bild ist von einem anderen Künstler gemacht worden und Sie werden sehen, wie unterschiedlich diese Motive sich darstellen. So, dann will ich gleich mal mit dem ersten anfangen. So, was haben wir hier als erstes? Ich lese mal vor. Mondschein bei M. Das ist von unserem, ich muss mich jetzt hier auch vorbereiten, mit einem Spickzettel von unserem Künstler Andreas Achenbach. Ein Kasseler Künstler, 1850 geboren, ne? Und klassischer Landschaftsmaler und war ein hochbegabtes Kind, ist mit 12 Jahren schon in die Akademie in Düsseldorf gegangen und beschäftigt sich jetzt hier mit diesem Bild, Mondschein bei Emden, wie gesagt, ein Nachtbild, der Mond ist zu sehen als Vollmond und trotz dieses Lichtes, dieses fahlen Lichtes, kann man hier sehr gut bewusst dargestellt auch die Belebtheit sehen mit einem Schiff, mit Seeleuten drauf, die gerade rausfahren oder hereinkommen. Hier auf dieser Seite angelandete Boote, die entladen werden und hier oben Zuschauer. Also in seiner Gesamtkonstruktion vom Motiv und den Eigenart her ein klassischer Achenbach, der sich mit diesem norddeutschen Bild beschäftigt. Wir werden nachher noch weiteres sehen. So, kommen wir zum nächsten. Hier haben wir ein ganz anderes Motiv. Das nennt sich Jugendleben. Sie werden sicher gleich die Assoziation haben. Romeo und Julia, das ist sicherlich auch so gewollt. Dieser Künstler heißt Heinrich von Angeli, 1840, ein Ungarn. Ist auch in Düsseldorf gewesen und nennt sich Historienmaler, beziehungsweise sein Schwerpunkt ist die Kabinettbilder. Die Erstellung von Kabinettbildern. Und das heißt also, sich beschäftigen mit Einzelthemen und die hier sehr emotional und intensiv darzustellen. Das ist seine Spezialität. Sie sehen hier auch die Andeutung, es ist venezianisch gehalten, also die Analogie zu Romeo und Julia ist nicht sehr weit und sicherlich auch gewollt. So, meine Damen und Herren, jetzt schauen wir uns mal hier das nächste Bild an, ein ganz anderes Motiv als das von eben. Das nennt sich Die Verurteilte. Man sieht hier, dass jemand die Treppe runter muss und gerade an den Gitterstäben das Gefängnis betrifft. Also da ist jemand, der seine Haft antreten muss. Das Bild ist von Otto von Bartlitz, der ist 1849 in Ungarn geboren. Und im Gegensatz zu den anderen Künstlern in München und im bayerischen Raum geblieben und hat sich insofern sehr mit dieser Tiroler und alpinistischen Geschichte auseinandergesetzt und seine Motive gehen mehr in diese Richtung. Und deswegen ist dies hier etwas sehr Regionalistisches und sozial sehr intensiv aufgebaut, denn die arme Verurteilte, da muss ich der Umgebung aussetzen und neben den Polizisten oben die weinende Mutter. Also sehr dramaturgisch angesetzt, aber sehr intensiv, sehr intensiv. So, das nächste ist jetzt wieder ganz woanders von den Alpen und wenn jetzt an die Küste, Sie sehen es ganz deutlich, das Bild heißt Volldampf voraus. Das heißt also ein altes Dampfboot, das gegen die Brandung kämpft und auf die offene See hinaus will. Und das ist von Hans von Bartels, 1856 geboren. Ist eigentlich ein klassischer Aquarellist, aber hier handelt es sich ja um eine Radierung von einem Motiv seiner vielen Bilder und er ist Spezialist für, er beschäftigt sehr viel mit Motiven aus der Nordsee und um die Nordsee herum. Das ist etwas, was ihn landschaftlich sehr geprägt hat, ganz im Gegensatz zu unserem vorherigen Künstler, die Eindrücke, die sie damals erlebt haben, so verarbeiten. Und das ist ein sehr aktionsbeladenes Bild und nicht so klischeehaft wie ein Segelschiff, was man so kennt. Da ist Action drin. Viel, viel Action. So, da hätten wir jetzt die erste Reihe. Kommen wir mal auf die andere Seite. So, jetzt haben wir hier wieder was ganz anderes. Dieses Bild heißt Zufrieden.
das kann man auch ganz deutlich sehen, die in sich lächelnde Dame, die etwas in ihrer Hand hält und wirklich in sich zufrieden hält. Dieses Bild nimmt einen dermaßen mit und beruhigt einen im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Bild ist gemalt worden von Paolo Bedini, 1844, ein Italiener, und ist im Schwerpunkt Kostümmaler, so hat man das bezeichnet. Und das sieht man ja auch ganz deutlich, dass er mehr so kulissenhaft auf etwas fein geht. Also ein Bild, was ein Italiener es geschafft hat, die Emotionen zu zeigen und darzustellen und einen mitzunehmen. Ein sehr interessantes und schönes Bild. Um in Italien quasi den Aufhänger zu übernehmen, hier sieht man ganz deutlich, ganz klar, das ist hier jetzt ohne Titel, nennt sich aber Canale Venedig. Braucht man nicht weiter zu erklären, das ist ein Seitenkanal in Venedig dargestellt um diese Zeit. Und zwar 1880. Das ist von Luise Begas Panettiere, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist eine Malergattin und war sehr viel auf Reisen, vornehmlich natürlich in Italien. Hat sich mit Architektur und Landschaftsbildern beschäftigt und das sieht man hier ganz deutlich. Man merkt hier, dass sie sehr architektonisch geprägt ist, die Gebäude, die Senkrechten in Verbindung mit den Kanälen und dem Bewuchs. Also eine ganz andere Richtung, etwas abstrakt und kühl, aber so ist es auch gewollt. Mal ganz was anderes als die emotional wirkenden Bilder. So, wieder was ganz anderes. Jetzt sind wir wieder in den Alpen. Und der Titel heißt Die Alpenbraut. Man sieht hier den Jäger, der versucht, hier eine Steilwand hochzuklettern mit seiner Armbrust, die schon fast aussieht wie ein Gewehr in der Hand. Und an ihm hängt quasi eine Alpenbraut dran, die ihn nach unten ziehen will. Also er kämpft nicht nur mit sich, sondern auch mit Geistern. Denn man sieht hier durch die etwas flachere, schemenhaftere Darstellung, dass es sich hier nicht um eine reale Person handelt, sondern etwas Vergeistigteres und das in einem doch sehr konkreten Hintergrund. Das ist ein Bild von Leopold Bode, 1831 geboren und in Offenbach, also nach Hesse, ne? Und er beschäftigt sich im Schwerpunkt mit dichterischen Stoffen. Das heißt also, da sieht man hier, dass er Analogien schafft zu Dichtungen und lässt das übertragen, obwohl er jetzt hier keinen direkten Bezug zu irgendetwas hat, aber doch sehr symbolhaft, sehr symbolhaft. So, und zu guter Letzt haben wir hier wieder was ganz anderes, was ganz was anderes, das nennt sich Konkurrenz. Ja, warum nennt sich das Konkurrenz? Sie sehen es, hier wird Zeitgeschichte dokumentiert. Ein älterer Herr mit Hund und Wagen und Pferd, das so wurde früher transportiert, vielleicht 1850, so wie man es auch noch vielleicht im 20. Jahrhundert anfangs kannte. Aber die neue Zeit bricht an, man sieht hier hinten schemenhaft die Eisenbahn. Das ist die aufkommende Technikzeitalter und da will man die Konkurrenz zeigen. Und dieses Bild ist von Ernst Bosch, 1834 geboren, ein Krefelder. Und sein Schwerpunkt sind die historischen Genrebilder. Und das ist hier ein Klassiker, der hier Eingang gefunden hat in unseren Hausschatz. Und ich kann nur sagen, nur als Abschluss hierzu, das ist wirklich ein klassisches Bild, was vieles darstellt. Das macht Freude, so mit mir zumindest. So, ich danke Ihnen für diese Sequenz und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei der Einzelbetrachtung. Dankeschön.